Jetzt wieder zurück. Kleine Erkundungstour ist vorbei. Jetzt bauen wir gleich ein Shelter oder so. Am 25. September, am 18. sind wir in Deutschland abgeflogen und das ist jetzt unser letzter Tag, unsere letzten Stunden in Namibia für den Anfang der Reise und wir wollten jetzt nochmal zusammenfassen, was wir bisher so gemacht haben, weil wir bisher einfach noch nicht mit der Kamera geredet haben, aber ganz viel gefilmt haben und genau, wir sind aus Frankfurt über Addis Abeba mit Ethiopian Airlines geflogen, es lief alles recht reibungslos ab und haben in Windhoek in Namibia bei Xenias B&B übernachtet, wo wir schon mal übernachtet haben bei unserer langen Reise und haben auch den Stefan wieder getroffen, der uns damals total viel geholfen hat und dann haben wir bei irgendeinem anderen Autovermieter, davon gibt es hier ganz viele, ein Auto gemietet, ein Toyota Hilux Expedition, Allrad, dicke Reifen drauf, zwei Dachzelte, dass wir alle fünf quasi auf dem Dach in den Dachzelten pennen können mit aller möglichen Campingausrüstung. Und sind dann auch direkt losgefahren in den Etosha Nationalpark. Dann am ersten Tag auch schon direkt da drin gepennt. Wir haben da zweimal drin gepennt, einmal im Halali Camping heißt ja und einmal im Namutoni. Und wir haben echt sau viele Tiere gesehen, weil es gerade Trockenzeit ist und die dementsprechend sich viel an den Wasserlöchern aufhalten. Wir haben einmal so eine, zum Beispiel am letzten Tag eine Elefantenherde mit circa 70 Tieren gesehen, was sehr beeindruckend war. Wir haben noch eine Menge Nashörner gesehen. Und was auch sehr beeindruckend war, war so eine, ich glaube es waren fünf Löwen, so ein kleines Rudel,
Die lagen da unter einem Baum in der Mittagssonne und haben den quasi beim Schlafen und sich ausruhen zugeguckt. Und ja, das war sehr beeindruckend. Genau. Zum Beispiel in den Etosha Nationalpark durfte man auch kein Fleisch mit reinnehmen. Das ist ganz witzig. Man fährt ans Gate und wird gefragt, hast du Fleisch, eine Drohne, eine Kamera oder Schutzwaffen dabei? Und da sagen wir natürlich nein. Bei den Kameras geht es auch hauptsächlich um kommerziellen Nutzen. Also wenn man richtig was Professionelles filmt, ich meine, jeder hat heutzutage ein Handy mit einer Kamera, das muss man ja auch nicht extra anmelden, sonst zahlt man da echt ziemlich viel Geld, wenn man da eine Kamera anmeldet. Das war einfach wunderschön und total geil, aber es dauert immer länger, als man glaubt, weil man immer wieder anhält und immer wieder noch eine Giraffe sieht und noch Elefanten und noch Antilopen verschiedene und da einfach nochmal gucken will. Dann sind wir rausgefahren aus dem Etosha Nationalpark und sind einfach losgebrettert. War noch kurz einkaufen in einem Zumap, einen Ort in der Nähe, und sind dann weitergefahren und hatten eigentlich so zwei verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten ins Auge geschlossen, aber haben dann keine von beiden genommen, weil die eine war zu weit weg von unserem Ziel und die andere war zu weit weg von uns. Und haben dann einfach in irgendeiner Seitengasse ein bisschen Sandpiste auf einem Acker gepennt. Und das war super, super schön. Wunderschöner Sternenhimmel, wunderschöner Sonnenuntergang. Und ein paar Leute aus dem Dorf sind an uns vorbeigefahren und vorbeigelaufen und haben kurz gegrüßt oder uns gar nicht erst bemerkt. Zumap. Achso, das war Zumap. Und in der Nacht danach sind wir dann, es hat noch ein bisschen Strecke vor uns, aber sind recht früh schon an dem NGP-Camp angekommen. Das ist ein wunderschöner, nachhaltiger Camping, der direkt am Kovango-Fluss liegt. Und dort haben wir dann auch das erste Mal Flusspferde im Wasser gesehen. Und ja, das Camp ist einfach super, super geil gewesen, weil alles mit so ein bisschen Witz gestaltet war. Und es gab zum Beispiel eine Toilette, die hieß der Thron, und konnte man sich halt wirklich in so einen Holzthron setzen und auf den Fluss gucken.
Das ist die geilste Badewanne der Welt. Viel zu krass. Genau, und es gab dort auch einen mega geilen Pool, aber kein Swimmingpool, sondern mehr so eine Art Käfig im Fluss, halt wegen Krokodilen und Flusspferden, wo man aber mega geil baden konnte. Ja, und generell gab es auch super viele Vögel. Es war ein sehr, sehr schöner Campingplatz, der auch kommunal betrieben wurde und mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeitet. Und es sind sehr viele Angestellte vom Dorf gewesen und so weiter. Genau, wir sitzen jetzt hier zusammen am Schreibtisch und schneiden den Film und erzählen euch noch mehr dazu, was so passiert ist. Wir waren stehen geblieben in Namibia, kurz vor der Grenze zu Botswana, an der Ngoma Bridge, die wir dann erfolgreich überquert haben mit negativem PCR-Test. Und nach rechts hat man aber einen wunderschönen Blick durch das Tal des Chobe Rivers gehabt und konnte da eine Riesenschwarm an Pelikanen sehen. Kurz nachdem wir für die Pelikane gehalten haben, hat der Asphalt dann aber auch schon aufgehört. Und wir sind sehr schnell im Sand stecken geblieben, weil wir den Allradantrieb nicht eingeschaltet haben. Mit ein bisschen Buddeln und ein bisschen Schieben ging es dann auch ziemlich schnell weiter. Sandige Pisten, dornige, buschige Landschaft. Zum Teil sah die ein bisschen trostlos aus, total zerfressen, weil es da eben so viele Elefanten gibt und jetzt die Trockenzeit war und nichts Neues ausgetrieben ist. Da haben wir dann zweimal wild gecampt im Chobe Forest Reserve. Es war sehr schön, sehr schöne Sternenhimmel, totale Einsamkeit. Auf einer saftig grünen Wiese. Frisch nachgewachsen nach dem Brand. Hier gibt es wilde Elefanten und wilde Löwen, wilde Warzenschweine. Ja, zeig mal kurz das hier. Guck mal, hier hat es gebrannt. Und das Zeug hier ist einfach Asche. Man denkt so, dass, ey, das ist so absurd. Und dann kommt einfach so grün wieder raus. Ja, vor allem total frisch. Hier regnet es überhaupt nicht, hier ist Trockenzeit, hier ist alles kurz trocken und hier ist saftig grünes Gras. Und dann sind wir, nachdem wir diese trockene, etwas trostlosere Landschaft verlassen haben, sind wir zum Linyanti-Sumpf gekommen. Das ist sogar ein Ausläufer des Okavango-Deltas. Und da haben wir erstmal eine Nacht im Freien gecampt, also ganz wild, mitten in der Natur, direkt an der Grenze zum Sumpf. Das ist ganz witzig, sieht aus wie so eine Abbruchkante. Du hast auf der einen Seite noch richtig viel trockenen Busch und dann beginnt da der Sumpf mit saftigem grünen Schilf. Und da haben wir eigentlich einen Tag uns ein bisschen ausgeruht und gefaulenzt, kann man sagen. War ganz schön. Und dann sind wir, weil wir auch am nächsten Tag dann weiter mussten, und zwar sind wir dann in den Chobe-Nationalpark gefahren. Und der Chobe-Nationalpark ist quasi das Elefantenparadies Afrikas. Da gibt es, glaube ich, bis zu 15.000 Elefanten. Und wir haben auch direkt sehr, sehr, sehr viele Elefanten gesehen.
Wir waren da auf einem Campingplatz, der nachhaltig betrieben wird. Das heißt, da gibt es irgendwie nur, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es dort waren, aber ich glaube 6 oder 7 Stellplätze und die sind auch weit im Voraus immer ausgebucht. Wir hatten Glück wegen Corona, dass wir da noch einen Platz bekommen haben. Und es ist unumzäunter Campingplatz und noch wirklich ein Elefant ist da durch unser Camp durchgelaufen. Das war ganz witzig. Und dann sind wir auch schon weitergefahren, haben uns noch ein bisschen die ganze Region da, diese Lindyanti-Region angeguckt. Da gibt es so ganz schmale Pisten mitten durch den Busch. Und dann sind wir auf einmal auf eine recht große Elefantenherde getroffen, die einfach uns nicht den Weg frei machen wollten. Und das Ganze ging dann so weit, dass wir, ich glaube, 300-400 Meter die ganze Zeit rückwärts gefahren sind, weil immer sind die Elefanten ein Stückchen näher gekommen und wir mussten zurück. Und dann sind sie wieder näher gekommen und die haben halt ganz genüsslich gegessen und die benutzen halt einfach auch die Pisten als, als Straße, sage ich mal. Es ging weiter über schlechte Pisten, über staubige Pisten durch die Trockenzeitlandschaft rein in die Savuti-Region. Eine der Regionen, die, wenn es denn mal nass ist, wunderbar fruchtbar ist und in der die zweitgrößte Tiermigration der Welt stattfindet, also wo Riesenherden an Zebras und Gnus und Antilopen zusammenkommen und fressen. Und eben deswegen gibt es da auch besonders viele Raubtiere. Und wir hatten das Glück, welche dieser besonders vielen Raubtiere zu treffen. Und zwar erst einen männlichen Löwen, der alleine am Weg im Schatten eines Busches eine Pause gemacht hat. Und da lag dann unter einem Baum ein Löwenrudel von vielleicht 20 Tieren. Das war wirklich beeindruckend. Die haben auch nicht viel gemacht. Die hatten wohl schon ganz gut gegessen die Tage vorher. Und dann kommt da so ein Huhn an. So ein kleines, graues Federvieh mit orangenem Schnabel und läuft Zentimeter nah an den messerscharfen Löwenzähnen vorbei und es passiert überhaupt nichts. Das war irgendwie echt lustig, weil wir dachten, naja, jetzt kommt wenigstens mal ein Löwe und vertreibt den oder so. Und in dieser Savanne mit diesem Flusstal gibt es auch ein paar Hügel, da gibt es große Dünen, da gibt es die Leopard Rocks. Das sind so große, dunkle Felsen, an denen sich wohl auch Leoparden besonders gern aufhalten. Da gibt es große Baobabs, die dann aus der Landschaft herausragen. Und es gibt auf einem dieser steinernen Hügel, die in dieser flachen Savannenlandschaft sitzen, gibt es eine der ältesten menschlichen Zeichnungen Afrikas. Und dann haben wir den Chobe-Nationalpark verlassen und uns auf den Weg Richtung Moremi Game Reserve gemacht. Immer noch auf diesen kleinen Buschpisten, also ohne Tankmöglichkeit und ohne Asphaltstraßen. Ich glaube, wir waren dann schon bei Kilometer 400 im Busch.
Und das Moremi Game Reserve liegt dann schon quasi mitten im Okavango-Delta und erstreckt sich, glaube ich, über ein Drittel des Okavango-Deltas und ist auch der einzigste Teil, den man mit dem Auto befahren kann, weil da quasi eine große Landzunge ins Okavango-Delta reinragt. Man kann nicht so weit noch fahren, das können wir packen, wir das gar nicht. Ja, ich will nur noch mal so ein paar Löwen oder Wildhunde oder Bären. Gibt's ja eigentlich alles Bären. Und da haben wir insgesamt dreimal drin übernachtet und wirklich eine Menge Tiere gesehen und wunderschöne Landschaft. Alles war saftig grün im Vergleich zu der trockenen Savanne davor. Wir haben auch Flusspferde gesehen, Wasserböcke und alle anderen Savannentiere, die wir auch davor schon gesehen haben. Gnus, Zebras, Büffel. Und einmal haben wir dort gefrühstückt an so einem Aussichtspunkt und haben da so ein bisschen Lagebesprechung gehabt und haben dabei auch Elefanten beobachten können, was wirklich ein sehr, sehr schöner Moment war. Einer von uns läuft da halt vor und zur Not kann man den auch wieder zurückschieben. Das dann hat halt einfach nicht mal was mit anspruchsvoll zu tun, sondern man braucht ein Boot gerade, um da lang zu kommen. Ah, ihr könntet ja, Felix, ich hab's, Felix und Mick. 1,50 Meter. Ihr mietet euch... Okay, dann machen wir es nicht. Und bis wie viel würdest du durchfahren? Meter. Wir fragen mal, wie viel das haben. Und wenn es einen Meter hat, dann fahren wir durch. Nee, wir fahren einfach so lange, bis Wasser kommt. Und dann laufen wir rein, dann fahren wir mit dem Auto rein und wenn wir tiefer sind als einen Meter, fahren wir wieder zurück. Das genau. Wasser hat irgendwo, genau. Wasser hat vielleicht einen halben Meter, aber wenn es einen halben hat, dann hat es irgendwo 1,50 Meter oder 2, vielleicht, weil da Löcher sind. Machen wir nach GPS-Track. Okay, Kompromiss. Der Mick und ich sitzen vorne und bringen euch ans Ziel. Ja. Nee, weißt du, was der Kompromiss ist? Der Kompromiss ist, ihr geht den Weg zu Fuß und wir fahren außen rum. Ihr leiht euch ein Auto und fahrt einfach hier mal rein, so zum Ausprobieren. Ja. Angekommen, endlich wieder ein bisschen Asphaltstraße und kamen auch schon zum Highlight unseres Trips, jedenfalls zu der Sache, auf die wir uns schon richtig lange gefreut hatten, auf unseren Mokoro-Trip durch das Okavango-Delta. Mokoros sind Einbäume, also Boote, die aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt werden und die nicht gepaddelt werden, sondern auf denen sich im flachen Wasser im Okavango-Delta immer mit so einem langen Stab abgestoßen wird. Nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde Fahrt über schlechte Pisten irgendwo in der Pampa kamen wir eben in ein kleines Dorf, ein paar Hütten und da haben auch schon unsere Guides auf uns gewartet mit unseren Booten. Dann geht es auch schnell. Da ist man auf einmal, sitzt man eben nur noch einen halben Meter über dem Wasser und das Schilf ist 2 Meter hoch und man weiß gar nicht mehr, dass man vor einer halben Stunde noch im Auto saß und fährt da durch diese traumhaften, stillen Kanäle. Und dann sind wir irgendwann bei einer kleinen Insel angekommen, wo wir hingeführt wurden. Und das war dann auch unser Übernachtungsspot. Haben wir unser Camp aufgebaut, Zelte, Hängematten, kleine Feuerstelle, unseren Kocher. Haben wir alles mitgenommen aus dem Auto. Ja. Wir dann machen noch ein paar Poser-Fotos mit unserem Offroad-Fahrzeug. Na klar. Und dann mit den Jägerklamotten. Ja. Und Und dann können wir die in diesem Braun abziehen, weißt du? Also nicht Satiné, sondern ja, Pastell. Nee, das ist so ein Rotpapier. Ja, okay. Klar. Ja. Und dann shoppen wir noch die Zebras damit drauf.
war eher so eine Halbinsel. Man konnte quasi von der einen Seite ins Wasser und mit den Mokoros rumfahren und auf der anderen Seite war eine etwas größere Landschaft, wo wir dann morgens und abends Wanderungen gemacht haben. Und das war wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, mit einem Guide einfach durch den Busch zu laufen und auch wirklich nah an Tiere heranzukommen und mal nicht das Ganze aus dem Auto, aus dem sicheren Auto zu sehen. Nachdem wir den wunderschönen Mokoro-Trip hinter uns hatten, hatten wir noch nicht genug von der Einsamkeit und sind weitergefahren, richtig tief in die Kalahari hinein. Mal sehr schön ganz alleine gewildcampt haben unter schönen Akazienbäumen. Und außer vielleicht ein, zwei Dörfern gab es dann nicht viel, außer natürlich wunderschöner Savanne, die jetzt mittlerweile echt grüner wurde, obwohl wir in ein wüstigeres Gebiet gefahren sind, das tatsächlich schon ein, zweimal geregnet hatte. Und dann sind wir weitergefahren in den Kagalagadi Nationalpark, was ein grenzübergreifender Park von Südafrika und Botswana ist. Und da waren wir zuerst natürlich auf Botswana-Seite auf einem Campingplatz. Den hatten wir komplett für uns alleine. Da waren keine anderen Gäste. Also er hatte auch nur zwei Stellplätze, muss man dazu sagen. Aber wir hatten den einen und der andere war leer. Und da haben wir sogar am nächsten Morgen direkt zwei Löwinnen gesehen, die wir leider aber nicht gefilmt haben. Aber dafür haben wir noch mal etwas später einen anderen Löwen an einer Wasserstelle gesehen. Und den haben wir dann auch zum ersten Mal brüllen gehört, was wirklich sehr beeindruckend war.
confused, my mommy kissing a girl. Confusing the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so I sell for a four-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, stole my bike. Different day, same. Nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could. Need it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Need it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. Nach dem Kalahari-Nationalpark in Botswana mussten wir leider einen großen Umweg fahren. Obwohl wir zwischendurch schon in Südafrika waren, in dem Transfrontier-Park, mussten wir 700 Kilometer nach Osten und die auch alle wieder zurückfahren, um über die Grenze nach Südafrika zu kommen. Und weil uns auch so langsam die Zeit ausging, sind wir sehr, sehr viel gefahren. Mehrere Tage quasi am Stück gefahren, natürlich immer übernachtet, aber 3 Tage am Stück gefahren. Schöne Blicke über Weinbaulandschaften, über Weinbaudörfer und sind auch in die bekannteste dieser Kap-Weinbaustätte gekommen, French Hook. Waren da schön essen abends und sind dann am nächsten Tag endlich im großen Ziel in Kapstadt angekommen. Wir konnten in einem schönen Hostel in der Innenstadt, in der Nähe vom Hafen schlafen, sind da rumgefahren, haben uns verschiedene Strände, verschiedene Felsformationen angeguckt, im eiskalten Wasser baden gegangen und am nächsten Tag dann auf den Tafelberg hoch, denn das muss man ja auch irgendwie mal gemacht haben. Der ist wirklich von unten schon beeindruckend, aber auch der Blick aus der Gondel ist wunderschön übers Meer auf den benachbarten Berge und über die ganze Stadt. Wir hatten zwar nur Birkenstocks an, aber wir hatten uns entschieden, den Tafelberg auch wieder runterzulaufen. Das waren 700 Höhenmeter Abstieg, ein paar Kilometer über so gebaute Holzwege und nasse, rutschige Felsen. Und wir hatten das eher als Spaziergang eingeschätzt und nicht als Wanderung, als wir los sind. Hat sich eher als Wanderung herausgestellt, aber wir haben das in unseren schönen, griffigen Birkenstocksohlen dann doch irgendwie gemeistert, auch wenn das ein bisschen gefährlich und ein bisschen dumm war. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und da oben auf dem Tafelberg gibt es endemische Pflanzenarten, die gibt es nur auf dem Tafelberg und an ein paar Stellen. Da meint man wirklich, man wäre irgendwie in einer Urzeit-Illustration und gleich würde ein Dinosaurier um die Ecke laufen. Da gibt es einfach Pflanzen, die hat man in seinem Leben noch nie gesehen. Also das war wirklich beeindruckend und total schön. Das war unser Monat im südlichen Afrika. Das war eine sehr geile Zeit für uns alle und besonders Leon und ich sind sehr glücklich, dass wir unsere Reise noch beenden konnten und wir sind unendlich dankbar für alles, was wir gesehen haben. Und wir würden jedem, der sich die Möglichkeit dazu hat, empfehlen, da auch mal runterzufliegen oder runterzufahren, wie wir das gemacht haben mit dem Auto und sich das südliche Afrika anzugucken. Yeah.